So, hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Jahr war ja in Frankfurt in die Leitem Building 2024. Ich bin ja auch vor Ort gewesen, habe verschiedene Stände besucht und habe mir da auch die ganzen Neuigkeiten angeschaut und tolle Sachen gesehen. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Und darum geht es in diesem Video jetzt. Und wenn du das sehen willst, was es Neuheiten gibt, dann bleib jetzt dran. Ja, wie gesagt, ich war auf der Leitem Building 2024, hat super viel Spaß gemacht, ja, und habe verschiedene Stände besucht und möchte ich euch nicht vorenthalten, was ich da für Neuigkeiten gesehen habe, ja, und fangen wir mal an. Ich war natürlich auf dem Stand von der Firma Dotlux, ja, Dotlux, ein großer Leuchtenhersteller, die haben echt tolle Produkte, habe ich ja schon öfter mal auch gezeigt auf TikTok und Instagram, ja, und ich habe den Stand dort besucht und Attila getroffen. Viel Spaß. Ja Freunde, ich bin am Stand, Leitem Building 2024, ich bin am Stand von der Firma Dotlux und ich habe hier einen Attila dabei. Ja, ich bin der Attila von der Firma Dotlux, bin unter anderem für unsere Social Media Kanäle zuständig und ja, ich heiße euch willkommen zu unserem Messestand. Das ist ein interaktiver Messestand, unsere Produkte liegen sozusagen auf unserer Pyramide, kann man anfassen, mal schauen, wie die Leuchte aussieht. Und das ganz Besondere ist, dass wir momentan unsere Uni-Aktion haben. Uri Geller. Wir haben ein neues Maskottchen. Sieht mega aus. Jetzt pass auf. Haben wir Strom ausgemacht. Die Quick Fix Twilight, ja? Also Quick Fix, nicht Quick. Ihr wisst schon. Ja, und wie man schon sieht, wir haben verschiedene Modelle. Alle, die meinen Kanal verfolgen, ihr wisst ja, den Soundtrack habe ich ja schon gezeigt. Mega. Ja, richtig mega. So, wir haben jetzt hier die Dies ist der von der Firma Dotlux. Die habt ihr auch schon in meinen Videos gesehen. Das zweimal Phase, zweimal Neutralleiter. Du bist ruckzuck verklemmt. Das geht ganz schnell. Da brauchst du nicht in der Dose drin noch mit Vagus und dem ganzen Gedöns. Brauchst du nicht. Ja, Uri Geller. Der Uri, ja, die haben so ein Maskottchen, das heißt Uri, ja, aber die haben auch wirklich tolle Leuchtenprodukte, ja, unter anderem diese Treppenstrahler, wo ich da gezeigt habe, die hatte ich ja schon mal in einem Video gezeigt bei TikTok und Instagram, ja, da habe ich ja schon Deckenstrahler gezeigt, die Multiscrew, ja, dann außen Wandleuchten, die Morpho, also wirklich tolle Sachen und habe auch dort tolle Sachen gesehen. Schaut mal vorbei auf der Seite von der Firma Dotlux. So, und dann bin ich nach Dotlux, haben wir erstmal was für den guten Zweck getan, ja. Ich war bei Power Creator Days, das war so eine Veranstaltung auf der Leitem Building und dort konnte man was für den guten Zweck tun, ja. Ich war dort auch auf der Bühne, da zeige ich euch jetzt auch gleich einen kleinen Ausschnitt, ja. War dort auf der Bühne mit Dobis Tooltime, mit der Sophie und mit der Elektrikerin Sissy war ich dort auf der Bühne und wir hatten ein nettes Interview da gehabt, war super. Und danach bin ich auf so einem E-Bike, ja, sind wir da geradelt. Und haben was für den guten Zweck getan. Und zwar jede Kilowattstunde, die dort produziert wurde, wurde für einen guten Zweck gespendet und gesponsert. Und habe ich natürlich mitgemacht. Wie ihr jetzt gleich seht. Ich zeige Sachen, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Und versuche dann ein bisschen kurz zu erklären, wie es richtig geht. Und das kommt sehr gut an. Und ich finde, es ist auch wichtig, dem Laien zu zeigen, dass es sich sowas nicht abschauen sollte, wenn man einfach so kurz seine Funde abläuft. So das Thema Mehrfachstecker habe ich ein virales Video, weil die Leute nicht Acht drauf nehmen, die stecken ihre Mehrfachstecker an und stecken da ihre Verbraucher an, ohne darauf zu achten, ob die Leistung dafür ausreicht. Die denken, halt die Sicherung löst man schon aus. Das ist ja nicht so, so was versucht man schon zu. So, jetzt sind wir im Radeln hier. Für den guten Zweck, Power Creator Days, auf der Leitem Building 2024. Hola! Willkommen hier! Mit der Sissi und Sophie. 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 Mit der Sophie. Danke. Und mit der Sissi. Yes. Ja, von den Power Creator Days
Ging es ja dann gleich weiter. Ich war dann noch auf dem Stand von der Firma Theben. Ja? Und die Firma Theben hat mir dann auch ihre neuesten Produkte gezeigt, unter anderem auch die meistverkaufteste Zeitschaltuhr. Das ist ja die von der Firma Theben. Und den Mini-Dimmer. Ja? Also schaut es euch am besten selber an. So Freunde, hallo hier von der Leitung Building 2024 bei der Firma Theben. Ich bin am Stand von Theben und neben mir ist hier der Rolf. Hallo Rolf. Hi, grüß dich. Hi. Und der Rolf zeigt uns hier die meistverkaufte Zeitschaltuhr von Theben. Genau. Das ist die? TR 16130 Top 3. So, dann pack sie mal aus. Zeig mal. Genau. Also, gucken wir uns das Schätzchen mal an. Ja. So, warum ist das die meistverkaufte Zeitschaltuhr der Welt? Also, dieses Gerät ist ruckzuck installiert und ruckzuck programmiert. Warum ruckzuck installiert? Wir haben Federstecklimmen. Der Kunde muss abisolieren, einstecken, genau, fertig. Das heißt, du brauchst nicht mal mehr einen Schraubendreher. Nein, brauchst keinen Schraubendreher mehr. Wenn du sie öffnen möchtest, drückst du drauf und kannst sie wieder rausziehen, aber du brauchst keinen Schraubendreher mehr. Perfekt. Und ruckzuck programmiert, die Geräte, die kommen vorprogrammiert mit Uhrzeit und Datum. Der Kunde muss es nur noch aktivieren. Er muss nicht, achso, der muss nichts mehr einstellen? Nein, gar nicht der mehr. Muss nichts mehr einstellen. Perfekt. Das ist schon drin. Okay. Und wie man die Geräte programmiert, das würde ich euch mal kurz an der App zeigen. Das sehen wir jetzt hier gleich. Wir können sie über die Tastatur programmieren, aber wir würden es euch lieber an der App zeigen. Ja, klar. Wir haben hier ein Gerät mit einem gesteckten Obelisk. So haben wir eine Bluetooth-Verbindung. Ja. Wir verbinden uns mit dem Gerät. Ich tue mal ein neues Programm kurz machen, dass man das sieht. So, ich stelle ein Programm ein und Ausschaltzeit und nun verbinde ich mich mit dem Gerät. Das der Gerät wird gesucht. Genau. Er sieht jetzt, dieses Gerät möchte ich übertragen. Ja. Ich gehe auf Verbinden. So, sie werden jetzt gesucht und ich übertrage dieses Programm. So. Und so einfach ist es ein Programm. Und jetzt ist die eingestellt? Jetzt ist die eingestellt. Das heißt, ich muss hier nicht mehr rumtippen? Nein, das überhaupt geht alles, nicht mehr. Geht alles mit dem Smartphone einbauen, anschließen und ganz einfach einstellen. Perfekt. Genau. Und Cyber Secure, Obelisk rausziehen, Cyber Security hoch 3. Komplett fertig. Die meistverkaufte Zeitschaltuhr der Welt. Genau. Von der Firma Theben. Und sie hält ewig. Ja. Wir haben Geräte, die sind locker 10 Jahre am Markt, überhaupt kein Problem. Okay. Einbauen und vergessen. Und das ist das, was die Kunden von den Geräten lieben. Toll, tolle Sache. Firma Theben, die Zeitschaltuhr. Habe ich auch schon oft eingebaut. Mega. Top. So, wir sind immer noch am Stand von Theben bei der Leitung Building 2024. Der Rolf ist neben mir und wir kennen das Problem alle, wenn ich eine Leuchte dimmen will, ja, hat der Elektriker immer das Problem, dass der Dimmer so groß ist, du bringst den nicht mehr rein. Gerade in Altbauten sind die Unterputzdosen nicht mehr so tief und dann bringt man den Schalter nicht mehr rein. Und da hat Theben auch eine Lösung für. Stimmt's, ja, Rolf? Genau, schaut mal hier rein. Hier drinnen haben wir einen super kleinen Dimmer, der ist auch schön leuchtend, man sieht ihn richtig schön. Das ist der D-Max 45 130 plus B. Ein super kleiner Dimmer, der kleinste Dimmer am Markt. Darf ich das mal darüber legen? Dankeschön. So, guck mal, dieser Dimmer braucht keinen Neutralleiter. Also ohne Neutralleiter? Ohne komplett. Neutralleiter. Der braucht nur Spannung und die Leuchte. Genau. Ich zeige euch mal, wie man den anschließt. So, wir haben hier einen Standard-Taster. Hier kommt die Phase. Richtig. Du hast hier die L. Ja. Steckst du hier rein. Angeschlossen, hier den Tasterdraht, steckst du hier rein. Jetzt habe ich meinen Dimmer angeschlossen. So, und dieses geht auf die Leuchte. Auf den Leuchtendraht. Und wenn ich das jetzt hier reinlege, siehst du, wie super klein ist. Hast du mir mal 2 Euro? Jetzt kannst du mal sehen, wie klein das Ding ist. Das ist wirklich 2 Euro Stück. Guck mal, ich kassiere sogar Geld hier. Wunderbar. Du siehst, ja, mega. Du siehst, wie klein dieser Dimmer ist. Und der Dimmer findet überall Platz, ohne Probleme. Er dimmt bis zu 150 Watt LED. Okay. Du kannst die Mindesthelligkeit einstellen, du kannst das Dimmen einstellen, wunderbar. Und er findet in jedem Tastenschalter den Platz. Richtig, weil gerade in Altbauten sind die Unterputzlosen nicht so tief. Genau. Und da hast du meistens ein Platzproblem. Da musst du dann immer ausstemmen oder irgendwie tricksen und das brauchst du eben. Und du hast bei vielen Stationen keinen Neutralleiter unten. Richtig. Du kannst einfach den Schalter rausnehmen und den Taster einsetzen und du hast den wunderbaren Dimmschalter. Ja. Perfektes kleines Gerät für die Renovierung. Perfekt. Super. Also, der super kleine Dimmer von der Firma Theben. Und die Firma Theben, die hat ja das Smart Home Luxor Living 2019 war das rausgebracht. 2018 sogar. 2018 schon. Und jetzt gibt es die neue Version und zwar, die ist funkbasiert. Und der Tino,
Hi Tino, erstmal. Hallo, ich grüße dich. Ich da aber hier und hab vergessen, weißt du. Ja, erzähl mal, was ist für den Endkunden der Vorteil von, der Funk-basierten Neuheit? Also das kleine Funksystem bei Luxor Living, da hat der Endkunde tatsächlich den Vorteil, dass er relativ einfach mit wenig Aufwand bei sich seine Eigentumswohnung beispielsweise modernisieren kann, mit smarten Funktionen ausstatten kann, und zwar mit einer qualitativ hochwertigen Installation, die ihm der Elektroinstallateur einbaut. Ja. Und auch der Elektroinstallateur hat es sehr einfach, weil wir haben Taster-Aktor-Module in dem System. Ja. Das heißt, der alte Standardschalter kommt einfach raus. Ja. Wir machen das Taster-Aktor-Modul rein mit einem Dimmkanal, Jalousiekanal, Schaltkanal, was der Kunde für eine Funktion haben möchte. Es kommt der gleiche Rahmen wieder drauf, unsere Wippenabdeckung, fertig. Und dann haben wir eine KNX-Kommunikation im System. Okay. Und der Endkunde hat dann die Möglichkeit, über die Luxor Play App, die wir anbieten, direkt auf alle Funktionen zuzugreifen, das Licht zu steuern, Antriebe zu fahren, Szenen einzurichten und all solche Dinge. Und über die Systemzentrale kann er auch komplett alles steuern? Genau. Also die Systemzentrale ist sozusagen... Die ist irgendwo im Flur, in der Mitte, sage ich jetzt mal. In einem zentralen Bereich, richtig, genau, angeordnet. Zentral. Systemzentrale. Genau. Ja. Und also die hat zwei Funktionen. Sie ist einmal die Schnittstelle zwischen der KNX-RF-Kommunikation im Gebäude, schlägt dann die Brücke ins lokale Netzwerk, damit wir eben mit der App drauf zugreifen können. Okay. Oder dass sich die Systemzentrale auch mit der Theben Cloud verbinden kann. Okay. Das heißt, wenn der Kunde jetzt beispielsweise auch eine Sprachbedienung haben möchte, wird die Systemzentrale bei uns in die Theben Cloud eingebunden. Funktioniert also auch mit der Alexa quasi? Zum Beispiel. Genau. Okay, super. Genau. Also Vorteil auch für den Endkunden ist, wenn er in der Mietwohnung zum Beispiel ist, einfach zum Nachrüsten durch einen Elektroinstallateur. Genau. Ja. Keine Schlitze klopfen, kein Kabel ziehen. Keine Kabel ziehen, keine Busleitung, gar nichts. Ja, genau. Perfekt. Schalter raus, neuer Schalter rein, smart sein. So, Leitung Building 2024, immer noch am Stand von der Firma Theben. Und Theben hat ihren eigenen Zauberer dabei zum Thema Innovation. Ja, moin. Zeig mal, da bin ich jetzt auch gespannt. Ja, Theben denkt ja immer weiter. Das heißt, wir denken auch an unsere Elektriker vor Ort auf der Baustelle. Und dazu haben wir uns was ganz Tolles einfallen lassen. Ja. Es ist so eine App, die ist gerade als Prototyp in der Entwicklung. Und vielleicht drückst du einfach mal selber hier auf diesen blauen Icon. Da? Ja, ganz genau. So, jetzt wird augenblicklich im Smartphone mal hier beispielsweise unser Dimmerle produziert. Ja. Der Elektriker ist jetzt also auf der Baustelle, hat eine Sonderanfrage vom Kunden. Ja, er sieht, okay, er braucht das Ding Dimmer. Brauche ich, produziert sich den. Und das Schöne ist, man kann diesen jetzt nicht nur im Gerät sich beschauen, sondern man kann ihn hier live produzieren. Wow. Und dann ist das Ganze echt. Ja, ja. Das ist Innovation made by Themen, Themen made in Germany. Ja, bei mir klappt das nicht so gut. Bei mir klappt es nicht so gut, ja, da kommt das Dimmerle nicht raus. Ja, mega faszinierend, ja, dieser kleine Dimmer passt in jede Unterputzdose, super. Ja, und natürlich die Zeitschaltuhr von Theben, auch meistverkaufte Produkt. Ja, in Deutschland ist nun mal diese Zeitschaltuhr von der Firma Theben. Ja, und natürlich auch Luxor Living, das Smart Home System von der Firma Theben, das sie vorgestellt haben. Auch eine ganz tolle Sache. Ja, alten Schalter raus, neuen Schalter rein und smart sein. Schaut euch das gerne an auf der Seite von der Firma Theben. So, von der Firma Theben bin ich dann weitergewandert. Wir haben uns ein paar Stände noch angeschaut und dann war ich noch auf dem Stand von der Firma Hager. Und die Firma Hager, die haben ja auch tolle Produkte, ja. Und auf dem Stand von der Firma Hager habe ich dann Christian getroffen und der hat mir ein paar tolle Sachen zu ihrem Witti Solar erzählt. Und zu ihrer Hager Ready App. Auch eine ganz tolle Sache, wie du da deine Unterverteilung, Zählerschränke, kannst du alles planen damit. Schaut's euch an. Und ich bin hier mit Christian am Stand von der Firma Hager und wir sprechen jetzt ein bisschen über das Energiemanagement. Ja, und da erzählst du uns jetzt ein bisschen was dazu. Hallo Gerhard, erstmal herzlich willkommen. Hallo. Hi. Wir haben hier Energiemanagement für das Ein- oder Zweifamilienhaus, nennt sich bei uns Flow. Das sind drei Komponenten, die wichtig sind. Einmal hier hinten dran, wo gerade viel Betrieb ist, ist der All-in-One-Speicher, also ein Energiespeichersystem bestehend aus Wechselrichter, Leistungselektronik, Batteriemanagement und Batteriemodulen, also sehr einfach zu installieren. Okay. Wir haben den Energiemanager hier in der Technikzentrale und eben auch optional die Viti Solar, also eine intelligente Wallbox für PV-Überschussladen, verschiedene Ladestrategien, die eben passend zum Flow-System ist. Okay, super. Und die braucht nur diese drei Komponenten? Die drei Komponenten. Energiespeicher brauchst du nicht immer, können wir uns nachher noch angucken. Es gibt einen Anwendungsfall auch ohne Speicher, also wenn du eine bestehende PV-Anlage hast, möchtest da eben die Viti Solar einsetzen, dann kannst du das auch mit Energiemanager und der Viti Solar machen. So, und das Ganze geht auch ohne Speicher?
Exakt, das wenn ich jetzt hier eine Bestandsphotovoltaikanlage zum Beispiel habe? Exakt, hier sehen wir diesen Anwendungsfall. Also du hast eine Solaranlage mit Wechselrichter, ja, ohne Energiespeicher. Der Kunde möchte keinen Energiespeicher oder es ist vielleicht zu teuer, richtig, oder nicht attraktiv. Ja. Dann kann ich hier den Energiemanager nutzen, das ist hier in der Mitte zu sehen. Mhm. Ich habe meine Miti Solar, die intelligente Ladestation mit automatischer Phasenumschaltung. Ich kann einphasig laden, dreiphasig laden. Und dann ist das eben ein System für bestehende oder eben neue PV-Anlagen ohne Energiespeicher. So, und wenn ich als Kunde, kann ich das dann auch überwachen? Sehe ich das dann? Ja, das sehen wir hier. Das ist die Flow-Visualisierung. Das heißt, hier habe ich den Energiemanager im Mittelpunkt. Ich kann mir anschauen, das ist ein Live-System jetzt. Ja. Das System macht gerade 3,5 Kilowatt. Ich sehe, was meine Wärmepumpe verbraucht. Die habe ich hier mit einem Modbus-Zähler eben integriert. Ich sehe meinen Hausverbrauch. Ich sehe meine Viti Solar. Da steckt gerade kein Auto dran, wird nichts geladen. Ich sehe meinen Speicher. Hier ist eine Installation jetzt mit Speicher, das heißt, der wird mit 3,2 Kilowatt geladen. Ja. Und ich sehe eben, was ins Netz eingespeist oder eben verbraucht wird. Okay, und das sehe ich, ist eben hier in das dieser sehe ich am Smartphone auch dann? Ja, gibt es für Smartphone, also für iOS oder Android oder eben über Webbrowser, wie es hier zu sehen ist. Ich kann mir mal angucken, wie ist der Autarkiegrad. Autarkiegrad war bei dem System die letzten 24 Stunden 83%. Ja. Okay. Oder eben verschiedene andere Statistiken, wie die Leistung und Prognosen für den gestrigen Tag. Ich sehe die Ladekurve vom Speicher, der war nachts irgendwann leer, ja, wurde nochmal geladen. Ja. Ich sehe die Solarkurve, ich sehe verschiedene Verbräuche. Alles, also auch für den Endkunden sehr gut zu verstehen, sehr gut visualisiert, tolle Sache. Ja. Super. So, und das ist euer Stromspeicher? Das ist unser Stromspeicher, also ein sehr kompaktes Gerät, ein All-in-One-Gerät, das heißt Wechselrichter, Leistungselektronik, Batteriemanagement, Batteriemodule, das ist alles mit integriert. Und wir bieten optional eine Ersatzstromfunktion. Das sieht man hier, okay, hier ist ein Motorschalter drin. Ja. Das heißt, wenn es zum Ersatzstromfall kommt, eine Phase fällt vom Versorgungsnetz, geht das System mit dieser Option in den Notstrom- oder Ersatzstrommodus. Ich habe einen echten dreiphasigen Ersatzstrom. Das heißt, okay, die Straße ist dunkel vielleicht, wenn es zum Stromausfall kommt. Bei mir zu Hause leuchtet es noch. Genau so sieht es aus, Gerhard. Super. Und das können wir eben hiermit machen. Kapazität 6,5 bis 19,5 Kilowattstunden an Kapazität. Hier unten ist das Batteriemodule sind hier drin, bis zu 4 Stück in dem Fall. Das heißt, hier hätten wir 13 Kilowattstunden. Wenn ich Vollausbau machen möchte mit 19,5 Kilowattstunden, brauche ich den Batteriesocker noch einmal nebendran. Okay, tolle Sache. Also wenn es draußen dunkel wird und ihr so einen Speicher habt, dann hast du noch Licht. Ja klar, ist ja kein Problem. Dann geh da hin. Ja, das ist immer noch auf Leitung Building 2024 bei der Firma Hager. Und wir stellen heute die Ready-App. Hager Ready? Genau, die Hager, Hager Ready. Genau. Und die gab es bisher ja nur für Android und Apple. Genau, richtig. Und ja, jetzt auch als PC-Version erhältlich. Und da kannst du deine Unterverteilung planen. Das heißt, wenn der Gerhard sein neues Studio macht, dann plant er das mit der Hager Ready. Genau. Ich zeige euch das jetzt mal gerne. Zeigst du uns mal ein bisschen, ne, was dazu? Genau. Also man muss wissen, Hager Ready wird es ab Mitte März auch als Windows-App geben, heißt für Windows-Betriebssysteme auf dem PC. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Wir öffnen die App einfach mal und können jetzt dementsprechend in die Projektplanung gehen. Ne? Okay. Das ist immer die Grundlage zur Verteilerplanung, dass wir ein neues Projekt anlegen. Ich werde jetzt einfach mal hier hinschreiben, dementsprechend Gerhard. Ne? Ja. Gerhard Studio zum Beispiel. Gerhard Studio. So, das Projekt legen wir nun an und jetzt haben wir die Möglichkeit, über diesen Reiter Zähleranlagen und Verteiler in unsere Verteilerplanung zu springen. Sind wir hier, Verteiler planen, entweder über die manuelle Maske, heißt, dass, okay, wir die Automaten also aus dem Katalog auswählen. Ja, ne? Wir können aber auch über die automatische Verteilerplanung gehen und dementsprechend unsere Verbraucher auswählen auf Grundlage von hinterlegten Strompreisen. Okay. Ne? Ja, wie wollen wir es machen, automatisch oder manuell? Machen wir es automatisch. Ja. Jetzt darfst du gerne einfach mal auswählen, was du gerne absichern möchtest. So, ihr könnt hier nach unten scrollen. Also ihr habt ja wirklich alles drin, ne? Tolle Sache. Genau. Mit Beschriftung. Okay. Stromlaufpläne, Beschriftungsblätter für die Tür dementsprechend auch. Okay. Oder auch ganze Produktlisten als CSV-Datei oder den Aufbauplan. Ne? Mhm. Genau. Mit der Betriebsmittelkennzeichnung, mit den Verbrauchern. Jetzt können wir noch die Orte angeben dementsprechend. Die Beschriftung, der Aufbauplan und unten nochmal alle Stromlaufpläne für den jeweiligen Verteiler. Ne? Tolle Sache. Genau. Das ist Hager Ready. Mega. Mit Hager Ready könnt ihr auch dementsprechend auf Hager Z-Plan zugreifen, also auch ganze Zähleranlagen planen, Verteilerfelder bestücken, den AAR, den anlagenseitigen Anschlussraum auch bestücken. Auch das geht mit Hager Ready dementsprechend.
und auch die Dokumentation für ganze Zähleranlagen. Ja, die Hager Ready App. Das ist mega tolle Sache, super. Kannst du schön deine Unterverteilung planen, ja. Das heißt, für mein neues Studio, da werden etliche neue Videos kommen, was auch diese Produkte angeht. Wird eine tolle Sache. Ich freue mich total. Der Umbau geht ja drüben bald los. Ja, die Videoreihe startet bald. Und dann werde ich dort auch ein paar neue Produkte zeigen. So. Dann war ich noch auf dem Stand von der Firma Jung. Und dort habe ich Farid getroffen. Und der hat mir ein bisschen was zu Jung Home erzählt. Auch eine ganz tolle Sache. Bitte. Freunde, hallo, immer noch auf der Leitung Building 2024 in Frankfurt und wir stellen euch das neue System von der Firma Jung vor, Jung Home. Und der Farid erzählt uns ein bisschen was zu der ganzen Sache, das ist nämlich höchst interessant. Bei Jung Home hast du die Möglichkeit, sehr einfach dein Zuhause erstmal zu fixieren. Und das ganz Tolle ist, ihr müsst also nicht Postleitungen ziehen oder sonst was, das kannst du in eine ganz normale 230 Volt Installation machen, einfach austauschen und dann verbinden, richtig? Genau. Die Geräte vernetzen sich untereinander per Bluetooth-Mesh. Die kommunizieren miteinander. Genau, die kommunizieren alle miteinander. Und das hat jetzt aber auch nicht mit dem normalen Bluetooth zu tun, sondern die bauen ein eigenes Bluetooth-Netzwerk auf. Genau. Super. Jetzt schauen wir uns mal die Thermostate nochmal an. Genau. Über die Thermostate hast du auch die Möglichkeit, deine Fußbodenheizung oder verdrahtete Heizkörperventile anzusteuern. Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, über die App Zeitpläne zu erstellen. Und das ist sehr praktisch, wenn wir dann über öffentliche Gebäude oder Zweckgebäude reden. Ja. Dann hat man auch die Möglichkeit, da die Verstellungsfunktion quasi zu sperren, damit die Temperatur nicht so einfach verstellt werden kann. Okay. Aber anhand eines Zeitplans wird dann die Solltemperaturen verstellt. Finde ich eine klasse Lösung. So, und jetzt schauen wir uns mal die App an zu der ganzen Sache. Das ist nämlich höchst interessant, finde ich. Über Jung Home App hast du die Möglichkeit, sehr einfach die Geräte hinzufügen. Zum Beispiel kannst du einfach mal auf Add Device klicken und dann werden die Geräte, die noch nicht eingelernt sind, hier auftauchen. Gesucht, dass ich. Und dann genau, zum Beispiel habe ich hier die Steuerung von einer Steckdose. Ja. Kann ich auch entweder per App steuern oder auch per Schalter. Wenn ich die jetzt hier schalte, dann wird es rot, das heißt, die ist aus. Ein cooler Punkt, du kannst sogar die Farbe von dieser Diode anfassen. Du kannst Das geht auch? Genau. Also kannst du auch ausschalten? Genau, kannst du komplett ausschalten. Und ich kann hier in der App auch dem einen Namen geben, zum Beispiel Steckdose Wohnzimmer. Selbstverständlich. Ja, du hast auch die Möglichkeit, Lampen zu dimmen. Zum Beispiel hier kann ich mal zeigen, dass man hier die Lampe abdimmt, andimmt. Ne? Okay. Und du hast auch die Möglichkeit, Jalousien zu steuern. Hier haben wir so ein Sample gemacht. Wie verbinde ich die Jalousie jetzt mit dem Schalter? Auch mit der App? Mit der App, aber sehr einfach. Okay, genau. Und die Jalousie weiß woher die... Achso, die Jalousie ist auch mit der... Genau. Die Jalousie, da brauche ich jetzt keinen Baustein oder so. Nein. Also du hast einmal deine Jalousieaktor entweder in Unterputzvariante oder in Jalousieeinsatz hinter dem Schalter. Ja. Und dann kannst du deinen Schalter quasi mit diesen Einsätze oder halt Unterputzaktoren verknüpft, ist ja egal, wo du die Einsätze oder Unterputzaktoren hast, egal wo, wenn du einen Schalter haben willst, wo dein Jalousie gesteuert werden soll oder eine Steckdose gesteuert werden soll, kannst du dann beliebig auswählen und dann zuordnen. Oh, okay. Kannst du beliebig machen, zum Beispiel, ich habe beim Wohnungseingangstür einen Schalter, wenn ich den drauf drücke, geht alles aus. Exakt. Genau. Und dann kann ich auf die, hier haben wir keine Spitze drauf, das heißt, ich kann hier die Temperatur erschieben, Solltemperatur, und dann gleichzeitig wird auch die Solltemperatur hier gezeigt. Also ihr habt mal gesehen, 23 Grad, wenn ich hier umstelle auf 24, da geht auf 24. Wenn ich hier runterziehe auf 18,5, dann wird auch hier direkt übernommen. Und ich kann auch eine Zeit einstellen. Genau, du kannst auch Zeitplan hinterlegen, mit unterschiedlichen Modis auswählen. Das geht auch einfach sehr einfach. Das Jung-Home-System ist für den Endkunden super, weil er es auch versteht und auch selber das ändern kann. Das ist auch ganz wichtig, dass nicht extra nochmal die Fachkraft kommen muss, die wo das dann umprogrammieren muss, wenn der Kunde was ändern will. Tolle Sache. Das ist auch für Elektriker und die Planer und Fachkräfte sehr praktisch, weil Jung-Home-Systeme sind sehr einfach für Inbetriebnahme. Du kannst dann nach der Inbetriebnahme alles so genau schön zuordnen, was willst du wo schalten. Genau, wie du es machen willst. Genau. Und du sagst, wir können auch einen Staubsaugerroboter schalten. Wir können auch. Und das schauen wir uns jetzt auch noch an. Gerne, gerne. Jetzt weiter mit Jung Home. Wir haben ja Sonos-Lautsprecher. Auch den kann ich mit einbinden in das Jung Home-System, stimmt's? Genau, du kannst mit Jung Home will ich nicht nur Thermostate steuern, Temperatur steuern, Jalousie steuern, Licht steuern oder so viele andere Sachen, dass du Jung Home an sich machen kannst,
sondern andere Geräte auch mit YumCom anbinden. Zum Beispiel kannst du mal sagen, ich will mal Fernseher über YumCom steuern in irgendeiner Filmszene oder TV-Szene. Okay, genau. Oder ich habe eine Musikszene, wo ich auch meinen Sonos-Speaker über YumCom steuern kann. Ich kann zum Beispiel sagen mal eine bestimmte Playlist starten oder einfach Musik. Einfach über den Taster? Genau. Und da kannst du auch Pause machen? Genau. Das musst du mal zeigen, das ist unglaublich. Du baust einen Taster ein in der Wand und kannst deine Sonos-Box steuern. Genau. Das ist echt toll. Du hast weiterhin auch Möglichkeit, zum Beispiel unser YumCom-Steckdosen über deinen Smartwatch zu steuern. Okay. Ich schalte mal hier einfach. Ja. Und dann ihr seht, dass es jetzt grün leuchtet. Ja. Und das Gerät jetzt lädt. Wir können auch nochmal andere Haushaltsgeräte integrieren, zum Beispiel einen Staubsaugerroboter. Das war ja das, was wir vorhin gesagt haben. Das heißt, du stellst eine Szene ein, zum Beispiel, wenn du aus dem Haus gehst, drückst du auf den Taster, alles geht aus, du bist nicht zu Hause und der Roboter, der James, fährt los und macht dir die Wohnung sauber. Wenn du nach Hause kommst, die Wohnung sauber. Toll. Also kannst du mit einbinden. So, wir sind wieder einen Schritt weiter gegangen und sind jetzt bei den Designs angekommen. Die kannst du auch, gibt es auch für YumCom, richtig? Genau, genau. Du bekommst unterschiedliche Ausführungen, Designs und auch Farben und Materialien, auch für YumCom. Okay. Selbst auch unser Le Corbusier Farben, also 64 Farben, das bekommst du auch für YumCom. Und dann natürlich kannst du dein Zuhause schön customisieren. Okay, die hast du verschiedene Schalterprogramme. Sieht echt toll aus. Und alles passend für YumCom. Genau, alles passend für YumCom. Perfekt. Farid, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Ja. Ja. Und ich freue mich total. Gefreut. Und mein neues Studio, ich werde mir das definitiv holen. Das ist ja, mega geil. YumCom werden definitiv auch ein paar Videos noch folgen zu dem ganzen Thema. Ja. Kannst du alles super vernetzen mit einer 230 Volt Verkabelung. Du musst keine Busleitung legen, du musst nicht aufschlitzen. Ja? Du baust das einfach nur um und bist smart. Ja? Und auch mit der, wenn du eine Sonos hast, ja, dann kannst du einen Taster einbauen, startest du deine Sonos-Anlage. Ja? Du kannst Zentralschaltung machen, ja? Zentralschalter, es geht alles aus und der Staubsaugerroboter fährt los. Es ist eine mega tolle Sache, gefällt mir super. Ja, wie gesagt, zu diesen ganzen Produkten werden noch ein paar Videos folgen, ja, im Zuge des Umbaus, der noch stattfinden wird für das neue Studio. Ich freue mich schon total drauf, ja. Wenn du das nicht verpassen willst, drück schnell unten auf Abonnieren. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Bis dann.